Weiter geht's und herzlich willkommen zurück bei Bureau right, XCOM Declassified. Security system if we're going to pass through that opening in the dam. Right, the Vengate. Actually, that's not the Vengate. Our readings tell us the Vengate is hidden behind the dam, under the reservoir. It's a good bet they're siphoning the dam's power output to manage the aperture's defenses. I see. Okay, so disable the security system. Great. Anybody have any idea how to do that? Weir's pulling up schematics for the dam. Start with the facility's main entrance across the lower courtyard. Okay, also wir müssen jetzt das Sicherheitssystem abstellen. Des Dammes, den gucken wir uns natürlich auch mal genauer an. Und dann können wir hinter die Mauer hoffentlich zum Vengate der Aliens, damit wir sie endlich mal ausschalten können. Diese verdammten Freaks. Der Rio Verde Damm, damit wir das auch mal schriftlich haben. 1941 erbaut, von 41 bis 45. Hat also auch schon gut 20 Jahre auf dem Buckel. In Spielzeit, in Echtzeit natürlich schon ein bisschen mehr. Sleepwalker. Meine Rede, Kollege. Origin, that's who we're after. Sounds like we got him on the run. What are you, deaf? He's initiating the final phase of the war plan. He's talking about the beginning of the goddamn end. Okay, also die Aliens planen gerade den finalen Schritt ihrer Kriegsführung, sind gerade dabei, den finalen Schritt auszuführen. Gucken wir mal, was es hier noch Schönes gibt. Also hier wird, glaube ich, das Level ein bisschen verzwackt. Ne, da kommen wir hier zurück. Okay, die Muni braucht man nicht, aber den Letter lesen wir natürlich mal. Glowing water. Chief, obviously, I know this sounds crazy, but the lake was glowing last night, and the water was roiling like mad. I checked the tapes. They go dark just around the time the water lit up. Coincident with the malfunction in the instrumentation. But I saw it with my own eyes. I think we ought to send a team down in the water. Barry. Also der Barry berichtet davon, dass das Wasser gestern das Glühen angefangen hat. Er wollte auf der Sicherheitskamera nochmal abchecken, aber genau just in dem Moment, wo das Wasser zum Glühen begonnen hat, fällt natürlich das Tape aus. Scheiß Aliens. Okay. Wir schreiten voran. Damit wir die Freaks noch aufhalten können, bevor sie ihren finalen Schritt einleiten und uns den Hosenboden stramm ziehen. Okay. Ah, diese verfluchten Silakoiden. So. Der ist weg. Könnte noch ungemütlich werden hier drin, habe ich so das Gefühl. Ach, lauter Erdenwaffen, die wir natürlich nicht brauchen. Ach, irgendwie ungemütlich hier. Da liegt nochmal ein Schrieb. Nochmal ein Brief. Hank, did you remember to bring your rifle? Timothy said he saw a mountain lion the other day. So me and the boys are going to try to bag him. It'll be a gas. Robert. Also Robert schreibt an Hank, ob er denn seine Waffe mitgebracht hat, denn sie haben neulich einen Berglöwen gesehen und den wollen sie niederstrecken als Souvenir. Ich glaube, die müssen gegen was ganz anderes ran. Nicht nur gegen ein paar Löwen. Hallo, mein Freund. Ich passiere friedlich. Stichwort friedlich. Es bleibt wohl nicht mehr lange so. Die kleinen Sektoiden wieder schikanieren. So, Freunde. Das habt ihr jetzt davon. Ach, nicht schon wieder so ein Kasper. Okay.
Raus mit der Drohne. Raus mit dem Blob. So, jetzt müssen wir gucken. Weaken können wir jetzt gerade nicht gebrauchen. Das heißt, wir geben uns mal ein bisschen Combat Stims. Get those Stims ready. Stims ready. Critical Strike. Ah, wie schön, jetzt endlich mal wieder einen Critical Strike zu haben. Oh, Psion Commander, also ein Commander mit psionischer Energie. Hat ja eventuell eine Panzerung. Ich probiere es einfach mal. Ich glaube es zwar nicht, aber eine Fire Mission wäre vielleicht auch nicht das Schlechteste hier. Ich hau die einfach mal hierher. Gut, ansonsten können wir auch mal den Fuzzi da liften. So, dann ballen wir mal auf den drauf. Oh. So viel zu, da auf den ballen wir drauf. So, trotzdem haben wir ihn wegbekommen. Aua. Ach ja, der Typ konnte sich teleportieren. Ich hab's ganz vergessen. Wer ballert denn da auf mich? Gibt's hier irgendwo Drohnen oder so? Nee. Da drin steht noch ein Outsider. So, Fresse da hinten. Das war's mit dem Outsider. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir die anderen Kasper noch erwischen. Moment, das Ding muss mal weg, damit ich hier ordentlich Deckung habe. Repositioning. Okay, wo sind denn die Typen hin? Sind die beide schon tot? Ich glaub's ja kaum. Nee, da hinten scheint's noch abzugehen. Unsere Drohne ballert. Okay, dann wage ich mich mal todesmutig vor. Na, guck mal an, da haben sie sich versteckt, die Schweine. So, ein paar Mal in den Rücken, das entzückt. Freunde, kommt ihr vielleicht mal mit, das wäre ganz cool. Geh mal am besten ans Fenster. Du hast ja einen Critical Strike, aber es bringt dir aus der Position halt einen Scheißdreck. Du musst dich erstmal bewegen. Und zwar am besten nach hierher. Und dann machst du einen Critical Strike. Oh ne. Ich sehe hier gerade einen Gunship. Da muss ich die fette Wumme auspacken. Okay, aber bevor ich das mache, machen wir vielleicht noch einen Lift. Okay, der ist weg. Ah, vielleicht doch zuerst das Gunship ausschalten. Moment, da können wir gleich mal weaken. Dann verbrauchen wir nicht so viel Muni. Okay. Druff auf das Ding. So, ich heile mich gleich mal, bevor ich am Boden liege. Und dann hau ich gleich noch einen Blob raus. Das Ganze ist eh gleich weg. Sehr gut. Ich hätte gerne mal hier ein Schild für uns. Okay, Fire Mission haben wir leider noch nicht. Drohne müssen wir auch warten. So, das Gunship dürfte gleich weg sein. Okay, dann müssen wir die Jungs mal wieder einseifen hier. Okay. Dort mal weiter nach vorne. Auch wenn das Schild sehr nützlich gewesen wäre. Ah, scheiße, einer unserer Männer war gerade unter Psy-Kontrolle. So, jetzt bitte mal eine Fire Mission. Damit man die Fuzzis hier mal ordentlich. Ah, scheiße, Reichweite ist zu klein. Aber wir haben nochmal einen Critical Strike zur Verfügung. Sehr schön. Und dann haue ich noch eine Medic Drone raus. Und lifte. Den Typen da hinten würde ich gerne liften. Genau, dem Psion Commander. So, dann ist der weg. Wir hauen schnell ab. So, das war's mit denen. Schöner Fight. Und ich glaube, wir sind aufgestiegen. Genau, der William Carter ist aufgestiegen. Gucken wir mal, was er Neues kann. Ability Mind Control controls an enemy mind, making it fight its
allies. You can control the minds of your enemies, forcing them to attack their former comrades. Okay, also damit können wir Psi-Kontrolle machen, Gedankenkontrolle. Control the mind of an enemy, forcing them to fight for you. Be warned, intense pain can end this power prematurely. Also genauso wie im Original UFO, jetzt können wir Aliens Gedankensteuern übernehmen, ist wirklich sehr, sehr kraftvoll in diesem Spiel. Also ich glaube, das ist noch kraftvoller als im Original, weil die Psi-Kontrolle eigentlich fast immer gelingt, soweit ich das noch richtig im Kopf habe. Und dann kämpfen die wirklich sehr intensiv auf unserer Seite. Ich glaube, so rein munitionsmäßig müssen wir uns von der Waffe jetzt langsam verabschieden, weil wir keine Munition mehr finden werden dafür, weil hier keine Sektoiden mehr am Start sind. Gut, aber ich behalte sie trotzdem nochmal. Von der haben wir noch genug Muni. Eine Kleinigkeit gibt es bei der Gedankenkontrolle, die man beachten sollte. Es heißt, wenn ein Gegner, der unter Gedankenkontrolle ist, sehr großem Schmerz auf einmal ausgeliefert ist, dann kann es sein, dass die Gedankenkontrolle sofort abbricht. Also muss man aufpassen, dass der unter Gedankenkontrolle ist, nicht zu viel Schaden nimmt. All right, I'm in. Where to now? You're looking for the facility's primary generators. They should be just ahead. Thank you, Agent Weaver. Okay, die Generatoren sollten gleich um die Ecke sein. Jetzt möchte ich mal was nachgucken. Wie sieht's überhaupt aus mit der Bewaffnung von Bass und Boswell? Da habe ich mich gar nicht drum gekümmert. Nicht, dass die so Popelwaffen haben. Manage Agent Details. Weil ich glaube, Heavy Plasma Pistol hat er. Können wir ihm vielleicht was anderes geben? Schauen wir mal, was er noch nehmen könnte. Ne, er muss auf jeden Fall eine Pistole nehmen. Okay, dann behält er die Heavy Plasma Pistol. Und ich glaube, wir haben den guten Boswell noch gar nicht mit der Plasma Sniper Rifle ausgerüstet. Ja genau, der hat noch die popelige Erd-Sniper Rifle. Ich depp. Ich glaube, wir können dem ja schon die Plasma Sniper Rifle geben. Jawohl, dann aber nix wie ausrüsten, damit er ordentlich Bumm machen kann mit seinen Critical Strikes. So. Dann weiter durch die Tür. Hallöchen. Ach du Scheiße. Da haben sie sich verbunkert, die Jungs. Okay, hören wir uns erstmal das Audio-Log an. Wir warten mal. Okay, die beiden Jungs, die hier beim Damm arbeiten, die haben gerade entdeckt, dass es ziemlich große Energien und Fehlfunktionen stattgefunden haben, wohl wegen den Aliens. Das wussten die Jungs natürlich noch nicht. So, jetzt werden wir erstmal den hier wegbratzen, bevor wir uns den Briefen und so widmen, die da dort lagen. Also Critical Strike auf den Scout. So. Aber der lebt noch. Der hat sich, glaube ich, teleportiert. Okay. Trotzdem, wir werden uns schnell den Zetteln hier zu widmen. Ein Foto. Wer hat diese Ausgrabung bestätigt bzw. bewilligt? Okay, da haben die Jungs hier wohl was ausgegraben bei dem Damm. Und das sieht wie eine Alien-Tür aus. Nehmen wir an, da kommen wir auch noch hin. Then, Chief, I hope you're okay and that you get this note. Thought it was the Russians at first, but goddamn, it's like something out of one of my kids' comics books. Monsters with laser pistols. My crew and me grabbed the guns from my safe, but we haven't gotten much. Taking everyone still living and heading down. There's some passages that led
out of the that lead out of the da, blah, that lead out of the dam going under the lake. I'll shoot every damn one of these bastards if I have to. We're getting out. I suggest you follow us as fast as you can. Joe, call maintenance and facilities. Also der Joe, der hat die Aliens entdeckt, dachte zuerst, es wären Russen gewesen, aber die Dinger sahen eher aus wie so Leutchen aus dem Comicbook seines Kindes. Monster mit Laserpistolen. Sie haben also alle Waffen aus dem Safe gegrapscht, um sich zu wehren. Aber das reicht natürlich nicht aus. Und jetzt nehmen sie ein paar unterirdische geheime Passagen, um zu flüchten. Und er empfiehlt den Empfänger, nämlich dem Chief, dasselbe zu tun. Okay, jetzt aber weiter. Wir hatten hier so einen Vogel, der sich wegteleportiert hat, nachdem er auf die Fresse bekommen hat. Okay, ich schau erstmal geradeaus. Okay, die Radiodurchsage sagt mir, dass diverse Militärposten gefallen sind. Hey, Kumpel. Hast du noch Besuch da eventuell? Oder bist du alleine? Ich grab schon nur mal schnell die Notiz hier. Cool, ne? Chief, these fucking freaks are everywhere. They've got us blocked off from the escape passage, but we have some of our gear. We're gonna bust through the goddamn floor if we have to. Who am I kidding? You're probably dead. If you find this, well, I hope I see you on the other side. Joe. Also nochmal der Joe. Hat gemeint, diese verdammten Freaks sind überall und schneiden ihnen den Weg nach draußen ab, aber sie haben ein paar Waffen und ich hoffe... Also sie hoffen, dass sie da durchkommen und selbst wenn sie ein Loch in den Boden sprengen müssen. Und er hofft, dass der Chief noch lebt und dass er ihn bald sieht. Okay. Naja, gut, weiter scheint sie nichts zu geben. Ach, Wilhelm, sollen dit? Lauf doch mal wie ein normaler Mensch. Hm? Wow, Alter! Das ist Wahnsinns. Seid ihr bekloppt? Okay, das bringt nix. Ich schicke dem mal eine Überraschung ums Eck und mal gucken, was er da macht damit. Blobberheu. Lass ich die mal betteln. Komm, du sollst den Blob angreifen, du Blödmann. Nicht mich. Okay. Der Blob hat gute Arbeit geleistet. Wollte ich mal gucken, was so passiert. Okay. Na denn, das war jetzt eine wahre Überraschung. Was geht denn da draußen für eine Scheiße ab? Okay. Weir, the generators are right below us. You were right. They've built some kind of conduits attached to the turbines. There should be three of them, plus the main breaker. You'll need to shut all of them off to disable the generators. That should drop their power levels low enough for us to slip through. Got it. Okay, da unten sind die Freaks und wir müssen jetzt diese drei Generatoren ausschalten und dann sollte es möglich sein für uns durchs Vengate zu kommen oder zum Vengate erstmal zu kommen. Also machen wir uns mal frisch ans Werk. Bevor die noch die Unterstützung holen. Generator Room, genau da wollen wir hin. Gibt's hier im Eck noch irgendwas? Ne. Dann rein in die gute Stube, aber erst gucken wir mal vorsichtig ums Eck. Ah, die Jungs sind abgehauen, okay. Ich nehme an, wir können in aller Ruhe den ersten Generator ausschalten, dann kommt. One generator down. Good work. Two more to go. Die Alien Brut. Kommt sie denn? Ich bin mir sicher, dass sie gleich kommt. Bis jetzt noch nicht. Aber ich höre sie schon. Oh! Ja, da sind sie. Trotzdem pünktlich. So, das heißt für mich raus mit dem Medic Drone. Raus mit dem Blob. Blob deployed. Und dann können wir mal den Mind Control ausprobieren. Wen haben wir hier? Scout, Scout, Scout. Das sind alle Scouts. Also kontrollieren wir mal einen Scout. Lifting. Den hier werden wir liften.
dem da hinten geben wir einen Critical Strike und dann ist die Sache eigentlich eh schon fast vorüber. Oh, weg. Geh doch weg, Willen. So, ihr seht, der jetzt so glüht, der ist unter Mind Control und der greift seine Jungs schon ordentlich an. Und wir helfen ihm ein bisschen. So, jetzt ist er allerdings wieder unser Feind, nachdem alle anderen ausgeschaltet sind. Das ging schnell. Das hat gar nicht weh getan. Also, jetzt haben wir ordentlich die Fähigkeiten, um ordentlich was zu rütteln. Energieclip, dankeschön. Es hat nach hinten gerade rumgeflimmert. Egal, ich will es gar nicht wissen. Wir schauen hier rein. Okay. Dann machen wir uns mal auf zum zweiten Generator. Die Energie, die können wir mitnehmen. Brauchen wir nicht. Okay. Also hier liegen ordentlich Waffen. Laser SMG. Okay, weiter geht die wilde Sause. Na denn, ich wäre mal für eine Fire Mission. So genau ins Sendezentrum. Und der vordere gilt ein Critical Strike. Ja, und dann gucken wir mal, was passiert. Okay, wir haben eine beschissene Drohne. Die werden wir gleich mal vom Himmel holen. Zuerst liften wir den mal. Und dann schalten wir mal die Drohne da hinten aus. Geht er mit einem Schuss. So, sehr schön. Da ist irgendwo ein Sniper. Na komm her, Junge. Weglaufen bringt dir gar nichts. Huch, der ist näher als ich dachte. So, Headshot. Der ist auch weg. Oh, ich liebe diese Pistole. War es das jetzt schon oder kommt da noch was? Steht da oben wer? Nee, ich glaube, es sind bloß Waffen. Okay, wir werden gerade in Ruhe gelassen. Das heißt, ich gehe nochmal zurück und hol mir hier die Energie. Und dann schalte ich gleich mal einen zweiten Generator hier aus. Kann ich das hier mitnehmen? Nee. Gut. So, jetzt noch der letzte Generator und wir haben's. Können wir gleich von hier machen? Och nee. Newton! Okay, jetzt machen wir erstmal Folgendes. Newton soll für uns kämpfen. Scout lift mal. So, weg mit dem. Der Mutant, wie ihr seht, der ballert fröhlich auf seine Kameraden. Das heißt, wir können ein bisschen Munition sparen. Okay, jetzt hat er die Gedankenkontrolle verloren, weil seine ganzen Kumpel tot sind. Dann weak man den mal. Ich heil mich mal. Eine Medic Drone hau ich raus. Dann kriegt er einen Critical Strike auf die Fresse. Dann packe ich meine dicke Wumme aus und dann sollte es das für den gewesen sein. Ach du Scheiße, der hält mehr aus, als ich dachte. So, wir haben ihn aber gleich. Lass schnell danach, Willi. Komm. Jawohl. Reingebratzt. Da vorne lag irgendwo Muni. Ich glaube, die sollte ich mir mitnehmen. Und der Kampf ist wohl noch nicht vorbei, weil sonst wäre unsere Drohne nicht da. Noch. Schauen wir mal.
sehe gerade keine Gegner, okay. Ich dringe einfach mal weiter nach vorne vor. Und mach den Generator hier aus. Generators are down. Excellent. You'll still need to shut off the main breaker to blind the defenses. On it. Shield, hit him hard! Ah. So, da schicken wir einen Blobby rein. Throwing a blob. Der kriegt einen Critical Strike aufs... Moment, was haben wir denn da? Minion Commander. Den lüften wir mal, Phantom Elite. Hier kriegt man ein Schild. Und dann schauen wir mal weiter. Den da oben wollte ich lüften. Haben wir das schon wieder vergessen, Freunde? Ah, diese blöden Drohnen. Weg damit. So, sehr schön. Ah, oh, Mist. Ich lieg. Help me up. I'll get you back on your feet. Gut. Ach, Mist. Let's try this again. Get him on his feet. On it. Das ist gerade jetzt ein bisschen blöd. Okay, aber das kriegen wir schon. Sehr schön. Haben wir nochmal Schwein gehabt? Wir stehen hier gerade ein bisschen blöd, habe ich so das Gefühl. Okay, da kommen die Verstärkung. Verdammte Scheiße. Jetzt haben sie es aber ordentlich unserem Sack. Komm, hau einen Blob da rein. Damit sie ein bisschen abgelenkt sind. Ich hätte gern nochmal eine Shield Sphere. Okay, da macht sich mal unsichtbar. Und gib uns mal ein paar Combat Stims. Stims! Okay. Ich seh nix. Ich hol mal ein Ticket, wo wir raus, bringt ja nix. Ah, Mist. Lüft den Schwachmat mal hier. Sehr schön. Auch weg. Puh. Himmelswillen, war das jetzt wieder ein Aufstand. Gucken wir uns mal die Schematik hier an. Komm, geh mal hoch, bitte. Ah, ich hasse das, dass man mit Schiff gleichzeitig rennt und in Deckung geht. Das hätte man wirklich besser lösen können. Backpack Schematic. Laser Efficiency Pack doubles Laser Weapons Clip Size, allowing Agents to fire longer bursts. Also, die Clips für alle Laserwaffen werden doppelt so groß, damit man nicht so schnell nachladen muss, wie ich jetzt zum Beispiel. Allerdings bringt uns das nichts, weil ich ja gerne Plasmawaffen nehme. Come on, get these bastards down. We need to switch these things off. Okay, jetzt müssen wir den Rest hier noch ausschalten, was auch immer hier noch ausgeschalten werden muss. Zuerst mal Audio Lock Time. Hey, you're not Henry. Who the hell are you? Get away from that. Inspections officer. Like hell you are. We had inspections last week. There is new management in charge. I want to see some ID, buddy. That won't be necessary. Okay, da hat sich ein Outsider als Arbeiter hier verkleidet. Und so haben die Aliens wohl auch heimlich Kontrolle hier übernehmen können. Okay, ich glaube, das Ding müssen wir ausschalten. Und jetzt sollten wir freie Bahn haben. Okay, die Tür ist offen. We're moving into position. Okay, die Verteidigung sind ausgeschalten. We're powering up and heading through the dam. Right, I meant for me. You're going to have to find your way to the Vengate, Carter, and fast. I expect strong resistance there. We won't have long to wait. Okay. Wir müssen jetzt zu Fuß zu den Vengates und
eine hohe Gegneranzahl ist wohl zu befürchten, die uns in den Weg stellt, sich in den Weg stellt. Mhm. Origin, meine Rede, Kumpel. Ich würde sagen, wie es weitergeht in der nächsten Folge von XCOM. Bro, bis dann.